Herzlich willkommen zu Du bist. Heute spielen Andreas, Nils, Eddie und ich Inside Job. Inside Job ist ein fast kooperatives Stichspiel, wobei ein Insider entlarvt werden muss. Alle beginnen mit 12 Handkarten. Handkarten gibt es insgesamt in 4 Farben mit den Zahlen 1 bis 13. Anschließend werden noch die geheimen Rollen verteilt. Sie legen die Motivation für die Spielerinnen und Spieler fest. Die erste Person wählt eine aus 2 Missionen aus. Die Mission gibt ein Ziel und eine Trumpffarbe vor. Karten in der Trumpffarbe sind in ihrer Wertigkeit höher als alle anderen Karten. Reihum legen nun alle eine Karte aus der Hand ab und versuchen die Mission zu erfüllen. Vorsicht, vielleicht wollen nicht alle wirklich die Mission erfüllen. Bei einem Stich gilt Bedienzwang. Heißt, von allen außer dem Insider muss die angespielte Farbe des Startspielers, sofern vorhanden, bedient werden. Anschließend wird überprüft, wer die höchste Karte der angespielten Farbe gelegt hat. Diese Person hat den Stich gewonnen und erhält einen Geheimkoffer. Außerdem wird noch geschaut, ob die Mission erfüllt wurde. Das Spiel endet vorzeitig, wenn 7 Missionen erfolgreich waren. Dann gewinnen die Agenten. Der Insider gewinnt aber vorzeitig, wenn er 5 Koffer gesammelt hat. Ihr könnt also erahnen, wer bei den Stichen welche Interessen verfolgen wird. Sollte nach 10 Runden keine dieser Siegbedingungen erfüllt worden sein, wird diskutiert und abgestimmt, wer sich wo verdächtig verhalten und Missionen boykottiert hat und der Insider sein könnte. Wird die falsche Person beschuldigt, gewinnt aber wieder der Insider. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu diesem fantastischen Let's Play eines Brettspieles, ja. Let's Plays quasi, wie ich schon gesagt habe. Und Etienne Gade macht gerade einen fantastischen Zaubertrick. Und ja, fantastisch. Magic. Oh. It's Magic. Oh. Es ist wirklich Magie. Man glaubt es fast gar nicht, aber der Mensch hat es irgendwie herausgefunden. An meiner Seite auf jeden Fall Andreas. Herzlich willkommen. Nils. Jetzt brauchen wir Hallo Leute, das bin ich. Und Etienne, wie geil ist es? Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid zu diesem Spiel. Wir haben soeben die Regeln gehört. Vielen Dank an Cosmos, die uns hier bei dieser Folge unterstützen und uns mit einem absoluten Neuling hier ausstatten. Inside Job ist noch gar nicht auf dem Markt. Falls ihr es selber anspielen könnt, vom 6. bis 9. Oktober ist die Spiel in Essen und da geht ihr bitte zum Cosmos-Stand. Sagt liebe Grüße von Fabian Krane. Und sagt wirklich liebe Grüße von Fabian Krane. Und da könnt ihr das Spiel selber anzocken. Ansonsten könnt ihr euch hier schon mal einen guten Einblick verschaffen, wie das Ganze funktioniert. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Wir müssen noch unsere Rollen verteilen. Mhm. Ich bin der Winner-Typ. Mhm. Ich sortiere das hier alles nach Farben und Reihenfolgen. Ja, sehr gut. Zack. Richtig gut. Zack. Karte. Zack. Seid ihr ready? Mhm. Oh, zum Glück Agent. Zum Glück Agent. Zum Glück Agent. Nils? Zum Glück Agent. Dann ist kann ja alles so nicht stimmen. Dann lass uns nicht lange fackeln. Ab 7 geschafften Missionen haben die Agenten gewonnen. Ab 5 Koffern hat der Insider gewonnen. Ich fange einfach mal an, oder? Der jüngste Spieler fängt an. So ist das. Ist das schon undisputed hier alles? Haben wir das eigentlich schon gemischt hier? Misch doch noch mal. Hat dir nicht gefallen, was du gesehen hast, ne? Ich habe die Reihenfolge mir nämlich gemerkt. Aha. Der Mission. Ja, Karten 10 ist hier der Trick einfach, ne? So, dann suchst du mal 2 aus, beziehungsweise eine von den Spielen. Und dann sagst du uns einfach Bescheid, ja, welche Mission wir erfüllen sollen als Agenten. Das ist ja sehr wichtig für uns. Also, die erste Mission ist, die erste Karte hat eine niedrige Zahl als alle anderen. Die erste Karte hat eine niedrigere Zahl. Als alle anderen. Also meine. Deine Karte hat eine niedrigere Zahl. Es wäre ja gut, wenn das eine sehr niedrige Zahl ist. Das wäre eine gute, gut, genau. Das ist eine 1 zum Für mich Beispiel als Agent wäre das eine 3? Wäre das wichtig. Ja, eine 3. Wieso fängst du mit einer 3 an? Das ist ja verdächtig. Das ist verdächtig. Ganz wichtig für uns nochmal hier, wir dürfen nicht über konkrete Werte reden, die wir auf der Hand haben. Ne, ist ja klar. Mhm. Sehr gut. Das ist ja sachdienlich, was ihr jetzt da macht. Wenn ein Agent einen Aktenkoffer hat, ist egal. Ja, wenn der 5 zeigst du gerade auf mich? Wenn er 5 Agentenkoffer hat, dann muss er halt seine Rolle revealen. Weil, ach so. Genau, weil sonst ja klar wäre,
dass er sonst Insider wäre. Was macht ja Sinn für uns als Agenten, möglichst viele Koffer wegzuschnappen, ja? Also möchtest du viele Koffer möglichst bekommen? Ja. Yeah. Okay, yes, und Team, die ja. 9. Damit ist die Mission erfüllt worden und der erste Aktenkoffer geht in Richtung von Etienne Gardet. Mhm, herzlichen Glückwunsch. Okay. Das ist, ich kann damit als Agent überhaupt nichts anfangen eigentlich. Aber so, das... Nimm das mal, ich suche mir dann zwei Missionen aus. Mhm. Warum lachst du nicht über meine Jokes? Sorry, weil du weißt, dass ich Agent bin, weil du Spion bist. Weißt du, dass es bei mir nicht stimmen kann? Deshalb findest du es nicht lustig. Die anderen beiden haben gelacht. Ich habe dich schon durchschaut. Ja, die anderen beiden stehen hierarchisch auch sehr, sehr weit unter dir. Zweite lachen Karte. Über alles, was du sagst. Das stimmt nicht. Die zweite Karte hat eine nie... Achso, ich... Der war auf mehreren Ebenen stark. Ja, Andreas ist stark. Ja. Und Insider. Ich weiß nicht mehr als du. Okay. Nur die Zahlen 1 bis 7, bitteschön. Und dann sage ich doch einfach mal. Mach mal eine gute Farbe. Und blau ist Trumpf. Lila. Lila. Laila. Du machst Sachen. Du machst wirklich Sachen. Hör auf, in meine Karten zu gucken. Sorry, das lernst du als kleines Kind, die Karten so zu halten. Warum machst du denn überhaupt... Also nicht lila? Ja, warum wohl nicht lila? Hast kein lila, ja? Er hat kein lila von... Er behauptet, er hätte kein lila von 1 bis 7. Sonst hätte er das ja... Naja, aber auch wenn er höheres lila hätte, hätte er das ja spielen müssen. Da sind ihm ja die Hände gebunden. Das heißt, er behauptet, er hätte jetzt überhaupt gar kein lila. Ach so, ja, stimmt. Warte mal kurz. Es gibt Bedienzwang hier, ne? Ja. Das ist natürlich Mission gescheitert. Was soll ich machen? Ja, das ist so ein bisschen. Mission gescheitert und er sichert sich den Aktenkoffer. Jetzt kann man ja die Runde eigentlich schon. Aber müsst ihr jetzt noch das einhalten? Ja, klar. Weil du hast auch keine niedrigere als 10. Genau, das behaupte ich da. Okay. Gut. Damit ist die Mission gescheitert und der Koffer wandert zu mir. Ich sag's ganz ehrlich. Ja, besser als beim Insider, ne? Besser als beim Insider, genau. Bei mir ist er gut aufgehoben. Und dann darfst du dir zwei neue Missionen. Ja. Haben wir schon eine Mission geschafft eigentlich? Ja. Die erste, ne? Die erste, ja. Was war die nochmal? Nee, wir haben doch, wir haben beide geschafft, oder nicht? Nee, warte mal. Die erste ist die niedrigste, haben wir geschafft. Ja, das haben wir geschafft. Und dann hat Eddie gewonnen. Und die haben wir jetzt verkackt, weil du die verkackt hast. Genau. Ja. Genau. So. Dann wähle ich mal zwei simple, die wir auch schaffen können. Wie sollen wir uns eigentlich im echten Leben jemals vertrauen, Fabian, wenn du uns immer an diesen Tisch setzt und wir uns nicht vertrauen dürfen? Jedes Mal dürfen wir uns nicht vertrauen. Ich hänge unser Glück an Nils. Das machst du hoffentlich richtig. Die dritte Karte gewinnt den Stich. Und das ist die einzige Bedingung, oder was? Ja. Aber Moment. Du bist doch auf unserer Seite, Nils, oder? Ja, das heißt, aber er kann doch nur den Stich legen, wenn er nicht die anderen hat. Warte, die dritte Karte gewinnt den Stich. Ach so, das heißt, ich muss jetzt eine spielen, mit der ich den Stich gewinne, okay. Aber. Ja, genau. Aber es gibt ja Bedienzwang. Ja. Ja, das heißt, du solltest jetzt möglichst die Karte, also entweder. Ich dürfte die Farbe nicht haben oder du müsstest. So, wenn er jetzt blau hat. Dann muss er blau legen, obwohl die Mission von ihm verlangt, dass er grün legt, oder ja. Nicht? Wenn er jetzt grün legt, sagt er uns damit, er hat kein Blau. Sehe ich das richtig? Ja. Er kann aber ja auch mit Blau den Stich holen, wenn er eine hohe Blaue hat. Ja. Stimmt, ne? Aber da du jetzt eine 6 gelegt hast, kriege ich den nicht. Was sagt aber das über ihn jetzt aus? Das sagt über mich aus, dass wir die Mission nicht schaffen. Ja. Und wer hätte ein Interesse daran, dass wir die Mission nicht schaffen? Ja, wer hätte ein Interesse daran, den Koffer zu bekommen? Du. Wenn ich, nehme an, ich bin Insider, dann habe ich, ja, dann stimmt das. Dann habe ich das Interesse daran, den Koffer zu bekommen. Bekomme ich den Koffer? Nee.
Andreas bekommt den Koffer, also, oder du. Eine 6 zu legen wäre aber ein sehr schlechter Effort, den Koffer zu bekommen. Da muss ich schon damit rechnen, dass dann... Aber jetzt ist doch fast egal, was ich lege. Ja, da kannst du auch einfach den Koffer holen, ne, Eddie? Ja, klar. Ja, hol dir doch den Koffer. Ding, hast du jetzt schon 3 Koffer, alles klar, mach das. Das ist aber ärgerlich, jetzt, dass du schon den 3. Koffer hast. Ne? Ja, aber die hab gesagt, es ist gut, wenn der Böse den Koffer nicht hat. Du bist, glaube ich, der Böse hier in der Runde. Unlikely. Ich bin der Böse im Real Life, aber im Spiel mich. Das stimmt nicht. Das stimmt echt nicht. Okay. Nils, wie viel Koffer hast du? Ein. Und der Mann hat 3. Ja. Die letzte Karte gewinnt den Stich. Deine Chance, Nils. Ja, dann leg doch jetzt auch was Kleines dahin. Aber warte mal. Das heißt, Nils kann nur den Stich holen. Trumpf. Interessant. Ja, aber warte mal. Das heißt jetzt, ich muss quasi jetzt eine höhere Pinke haben als alle, die jetzt kommen. Um den Stich zu holen, ja. Ja. Genau. Der Mann hat seine eigene Agenda, glaube ich. Das wiederum ist ein okay, wait a minute. Ja, was passt, dass er vorhin gesagt hat, er hat keine Lilanen von 1 bis 7? Was ist denn das jetzt? Das passt halt so gar nichts. Es ist weder ein Trumpf, noch passt das hier zu. Na, warum mache ich das? Weiß ich nicht. Ich habe eine Lilane. Und es ist eine 1. Deswegen, ja. Mit sich gerade den 3. Koffer. Und das ist gut kann man für uns. Kann man sich vorher ab, also hätte er mich jetzt fragen können, ey, welche Farbe passt für dich am besten? Dann hätte ich natürlich gesagt, nimm alles nur nicht lila. Ja. Ah, aber das macht es natürlich auch ein bisschen offen dann, ne? Oh. Ah, ja. Ja. Hm. Na gut. Ich wusste nicht, dass Nils so schlecht ist in dem Spiel. Ich auch nicht, um ehrlich zu sein. Können wir das überhaupt noch schaffen? Nils, du und ich? Wir drei, ne? Nee. Ich bin Agent. Mir nicht mehr so sicher. Wir haben warte mal, ey, mal ganz kurz. Wir müssen ja 7 gewinnen und wir haben 10 Runden Zeit. Ja. Das ist ja schon gelaufen. Das ist die Frage gerade. Können wir es überhaupt noch schaffen? Wie viele Koffer sind noch 1, da? 1, 2, 3, 4, 5. Wie viele Runden haben wir denn? Das ist ja die entscheidende Frage. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und wieso habe ich denn? 7 noch. Ja, dann müssen wir jetzt jede Runde. Nee, 6 von 7 müssen wir jetzt schaffen. Ja. Ja. Nee, wir haben ja schon 4 Runden jeweils. Nein, aber wir haben ja hier, das ist. Missionen. Du musst nicht wir denken an die Mission. Musst nicht auf deine Koffer gucken. Ja. Nein, wir haben ja schon 4 Runden gespielt, meine ich. Ja. Und wie viel spielen wir? 10. 10. Ist nicht 10, die maximal. Ja, das heißt, wir haben noch 6 Runden. Ja, wir müssen jetzt jede das heißt, Mission. Wenn wir jetzt den Trumpf, wenn wir jetzt nicht die Mission holen, dann haben wir. Dann spielen wir aber trotzdem zu Ende und diskutieren dann quasi, wer der Insider ist. Dann haben nicht automatisch die Agenten, weil ihr könnt ja immer noch verhindern, dass der Insider alle Koffer holt. Ihr, interessante Formulierung. Ja. Nein. Okay, dann machen wir weiter jetzt, bitte. Und dann. Sehr, das war wohl ein freudscher Versprecher, Fabian. Ja, das passt du, weißt zu doch nicht mal, Koffer. Du weißt doch nicht mal, wer Freud ist. Doch, das ist der Freund von des einen Leid. Ich mache jetzt was. Nee, damit mache ich mich verdächtig. Okay. Ja, nee, ich habe extra die Karte weggelegt. Also die Mission. Die dritte Karte und haben die dritte Farbe. Karte haben dieselbe Farbe. Genau. Das ist gut für uns. Arbeiten ja, das ist gut, das ist easy. Das holen dann leg mal eine Karte jetzt. Das heißt, halt doch mal die Karten wie ein Erwachsener. Wir beide müssen jetzt dieselbe Farbe haben. Du hast dich ja daran erinnert, was ich gerade gesagt hatte. Und du weißt das ja auch. Und deswegen wollen wir uns jetzt mal alle... Ja, committen wir uns alle mal hier auf dies hier, oder? Ja, was er liegt, ist ja völlig egal. Oder? Ja. Ach so, nee, ich muss ja trotzdem bedienen. Ja, eben, deswegen. Ja. Bedienzwang. Okay. Ja. Gibt es noch eine andere Kondition? Nee. Okay. Warte, und die dritte haben die gelbe? Ja, haben die gleiche Farbe. Wie kann ich jetzt die Mission noch zerstören? Du? Gar nicht. Du kannst die Mission gar nicht mehr zerstören. Das ist aber auch nicht in deinem Interesse. Nee. Sei denn, du bist der Insider. Ich mache mich gerade mega verdächtig, ne? Nee. Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Gar nicht. Aber das haben wir ja schon mal geschafft. Ich bin wirklich nicht der Insider, aber ich habe schon 4 Koffer.
Mhm. So, die Mission haben wir geschafft. Ja, ich denke immer besser ich den Kopf als irgendjemand anders. Mhm. Bei mir ist er ja gut. Dann machen wir doch jetzt mal die erste und die letzte Karte haben dieselbe Farbe. Die erste und die letzte. Die erste und die letzte. Tut mir wirklich leid. Ja, ist also Bedienstfang. Wir müssen jetzt hier mal unsere Koffer verteidigen, Nils. Die erste, also es geht nur um die Farbe, ne? Ja. Ja. Damit geht der Koffer an mich dieses Mal. Ja, finde ich gut. Mhm. Finde ich gut. Finde sie, glaube ich, gar nicht so gut. Doch, finde ich gut. Mission geschafft. Also, wenn Nils der Spion ist, wäre er ein wirklich sehr schlechter Spion. Beides halte ich für möglich. Halt eindeutig, dass Fabian dieser dumme Insider ist. Die erste Karte hat eine höhere Zahl als alle anderen. Das ist gut, weil damit sichern wir uns den Koffer als Agenten. Ja, du spielst aus? Ja, ist doch gut. Eine höhere Zahl als alle anderen. Wenn du jetzt. Sehr gut. Sehr gut. Die erste Zahl hat eine höhere Zahl als alle anderen. Nicht fantastisch. Gut. Koffer geht zu dir. Und stark, auch schon drei jetzt. Ja, durch das Play habe ich mich jetzt verdächtiger gemacht für den Good Cause, ne? Aber ihr wisst, was ich bin. Muss ich neue Missionen aussuchen? Ja. Machst du mir zwei Karten geben? Na klar. Ja. So kein Ding unter uns Kollegen, oder? Ja. Dritte Karte. Die dritte Karte hat eine höhere Zahl als alle anderen. Also meine. Mhm. Du kannst jetzt entscheiden, für welche Seite du bist. Das ist natürlich mutig, weil wenn ich der Insider bin, hast du mir jetzt einen gratis fünften Koffer geschenkt. Ja. War das so schlau? Nee, weil ich weiß auch nicht, ob alle drunter kommen können. Hm. Ey, warte mal kurz. Eddie ist die dritte Karte. Mhm. Mhm. Ja, aber das ist ja schon jetzt mega dumm. Er hat doch vier Koffer. Ich glaube nicht, dass er es ist. Ja, und wenn doch? Ey, es gibt noch Leute, die mir vertrauen. Ja, ich finde es auch sehr risky. Es ist Fabian. Aber er ist es nicht. Ich finde es nicht. Ich habe die nur für uns gesichert, für uns Agenten. Ey, das kannst du auch mal mit uns absprechen. Mir jetzt kann ich das überhaupt? Weil du bringst mich jetzt in die. Naja, welche. Was, also, du bringst mich jetzt in die Situation, deiner Einschätzung, so, dass Eddie das nicht ist, zu folgen oder die Mission für uns zu verballern. Ja, so. Das ist jetzt, ja, du hättest so wenigstens mal abstimmen können, ob wir alle glauben, dass Eddie es ist. Kann ich mit euch die Mission besprechen? Ja, nicht die Mission, aber wir können es ja besprechen, ey, glauben wir alle, dass Eddie es ist? Also, die andere Missionskarte. Naja, aber hätte es ist so oder so mega dumm, einfach, dass du jetzt denjenigen, der die vier Koffer hat, in die Position bringst. Hm, das stimmt. Weißt du? Ja, stimmt. So. Ja, das stimmt. Ich bin's nicht, insofern entspannt euch. Ja, stimmt, du hast recht, Nils, ja. Ja, jetzt, das sagst du jetzt wieder, weil er dein Chef ist. Ey, ich gehe da nicht mit. Das ist ja super dumm. Ich hatte noch eine andere grüne Karte, eine niedrigere, aber ich spiele die, weil ich das jetzt nicht. Okay, gut, dann können wir die Mission nicht machen. Also dein Misstrauen sabotiert gerade die Nein. Chance, das noch zu gewinnen. Ja, na klar, ganz ehrlich, das würdest du doch genauso machen. Ich kann auch jederzeit eine Top-Karte oder einen Trumpf legen, um die fünfte Aktentasche zu kriegen. Das kannst du nicht dauernd verhindern. Wie viele Runden gibt's denn noch insgesamt? Das noch, ja gut, du hast dich eh entschieden, aber dann ist es halt so. Aber ich weiß nicht, ob das so clever war. Ja, dann geht der jetzt zu Nils. Und wir haben es nicht geschafft. Darf ich was fragen, also in die Runde? Oder ist, also darf ich so das Kartenblatt? Genau, wenn sich das. Ja, frag mal. Dann sage ich dir, ob du die Frage stellen darfst. Also, ich habe. Ich muss. Du darfst nicht über deine konkreten Karten reden. Ich. Okay. Und der Insider gewinnt nur. Nee, der kann auch gewinnen, wenn wenn die Agenten die Mission nicht schaffen. Ja. Oder gewinnt er nur, wenn er die fünf Aktenkoffer hat? Nein, der kann gewinnen, wenn wir jetzt alle Missionen durchgespielt haben und dann in der Abstimmung nicht verdächtigt wird.
Also wenn wir, also das Ding ist, wir können auch trotzdem noch gewinnen, wenn wir jetzt einfach die 7 nicht schaffen und danach halt wird einfach abgestimmt. Ja, genau. Ja, aber das, ja, dann ist auch alles okay. Ja, und dann wählen wir einfach Eddie und alles ist gut. Aha, okay. Es ist lustig, dass du es sagst, weil ich weiß ja, dass ich Agent bin und es gibt keinen, der so eine krasse Stimmung gegen mich macht wie du. Ja. Ey, das ist jetzt ein bisschen tricky. Erstmal musst du eine Mission wählen. Ich hab schon 2 Missionskarten und die sind beide kacke und ich frage mich, welche ist die weniger kackige? Und das wird jetzt ein bisschen tricky. Aber das ist immer noch das Bessere. Also ich muss jetzt einfach, das ist, oh Mann, ich wünsche, ich darf nicht fragen wegen Karten, Farbe, welche Farbe die beste ist für euch oder so. Darf ich nicht fragen? Nein. Fuck. Darf ich fragen, welche Farben haben wir am meisten ausgespielt bislang? Ja, aber das darfst du fragen, aber du darfst nicht nachgucken. Aber da dürfen wir uns abstimmen. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel frage, was glaubt ihr, wo sind die meisten hohen weg? Ich glaube bei Lila. Ja, weiter? Das ist nicht relevant, weiter? Weil sonst weiß ich, ich glaube bei Lila sind die meisten weg, weil die, da hatten wir doch Probleme, da hatte ich doch auch Probleme, was reinzuwerfen. Als es nur bis 7 oder so ging. Egozentrische. Ich glaube, wir hatten eine hohe gelbe Runde eben und vorhin eine hohe grüne Runde. Ich kann es dir nicht sagen, ich weiß nicht, welcher Wochentag heute ist. Aber okay, pass auf. Das ist jetzt ein bisschen tricky. Ich hoffe, es funktioniert. Ich muss es riskieren. Ich habe 2 gleichwertige Optionen und ich entscheide mich für das. Die erste Karte gewinnt den Stich. Ich habe 2 Optionen, die sind beide gleich und deswegen habe ich gefragt und ich nehme gelb. Ey, gar kein Problem. Ich bin dran. Ja, mach. Die erste Karte gewinnt den Stich. Jetzt muss ich mal überlegen. Ja, das muss quasi, du musst jetzt dafür sorgen, dass du unter der... Damit du die Mission gewinnst. Aber ich gehe ja davon aus, dass Krane der Böse ist. Das heißt, er wird eine möglichst hohe blaue legen, damit er unser Missionsziel zerstört, stimmt? Ja, aber kann er denn nicht gewinnen? Wieso? Weil er nur 3 Koffer hat, er braucht 5. Aber er hat ja noch ein paar Runden. Ach so, ja. Stimmt. Also er kann jetzt in dieser Runde nicht gewinnen, auf jeden Fall. Ja, ich habe auf jeden Fall... Okay, er sabot... Ach nee. Ja, ich habe kein Geld. Achso, ja. Die erste Karte gewinnt den Stich, ist damit durch. Heißt, die Mission haben wir nicht geschafft. Doch. Natürlich habe ich. Wenn Andreas jetzt keinen Scheiß gewonnen. Moment, wieso hast du denn den Stich gewonnen? Die ist doch höher. Nee, aber das ist nicht die Farbe, die gewählt wird. Ja, ich muss halt bedienen. André, ich habe gerade extra gefragt. Du hast gesagt gelb. Und dann habe ich gelb genommen, weil ich dich gerade extra gefragt habe. Ich bin ja auch nicht fucking höher. Andreas gewinnt den Stich. Ich habe extra gefragt. Das heißt, wir haben die Mission nicht geschafft. Mission wurde nicht geschafft. Und 4 Koffer für Andreas. Stark. Jetzt weiß ich nicht, wer von euch beiden das miesere Schwein ist, aber einer von euch beiden auf jeden Fall. Nils und ich sind unschuldig. Auch wenn Nils dumm gehandelt hat in der Runde davor, weil er mich verdächtig hat. Hoffentlich kommt er. Es war nicht dumm. Er hätte die andere Karte wählen müssen. So. Ja, aber du hast mich verdächtig, obwohl ich dir gesagt habe, dass ich es nicht bin. Das war dumm. Das ist immer dumm. Aber wenn du 2 Karten zur Auswahl hast und nimmst die, wo der mit 4 Koffern safe gewinnen muss, hättest du mir vertrauen müssen. Nach all den Jahren, ey. Unglaublich. Ja, aber du hast auch bei Werwolf oft schon so irgendwie Sachen gemacht. Du musst mir tief in die Augen gucken. Ich glaube aber, Andreas hat es gesagt. Hol ihn dir, Nils. Die zweite Karte gewinnt den Stich, also Nils. Ja. Du musst deine Karte noch legen. 7. Die zweite Karte. Grün will bedient werden. Die zweite Karte. Gelb ist Trumpf. Ja, gelb ist Trumpf. Zweite Karte gewinnt den Stich. Du musst jetzt eine hohe gelbe legen. Am besten eine 13. Hast du eine gelbe 13? Oder eine sehr hohe grüne?
die Kacke ist, ich muss ja das Grüne bedienen jetzt. Ja. Ich habe überhaupt gar keine Option, irgendwas zu machen. Es sei denn, du bist ein Lügner. Und Andreas, ich meine, du hast vielleicht keine anderen Optionen, deswegen will ich dir das gar nicht ankreiden so, aber wenn ich eine Zahl hätte, die höher ist als das, hätte ich die ja gerade gespielt. Bei der anderen Missionskarte müssen alle vier mitspielen. Das heißt, ich muss davon ausgehen, okay, dass sonst der andere... Aber du verstehst mein Ding, wenn ich eine höhere Zahl als 7 hätte ich dir in meiner Runde, als ich gerade hätte gewinnen müssen, hätte ich die ja gespielt. Ja, da war ja meine höchste eine 6. Ja. Folglich weißt du ja, ich habe keine in der Größenordnung, hätte ich die ja benutzt gerade. So. Bist so schuldig, Alter. Nein, ich habe was... Menschenkenntnis Das war eben auch das Problem bei den Missionskarten. Ja. So, ich... Aber wir können jetzt ja immer noch gucken, also jetzt ist halt die Frage, wer die... Genau. Ich hol mir den Stich. Nee, Eddie kriegt den. Nee. Ah, nee, Eddie hat ja nicht den Trumpf gelegt. Ja. Ja, okay, das ist zumindest insofern gut, als dass du jetzt den Dings hast. Okay. Und jetzt? Was passiert jetzt? Jetzt diskutieren wir darüber, wer der Insider ist. Wenn die Aufmerksamkeit auf... Also wir haben... Der Insider hat keine 5 Koffer bekommen und wir haben auch nicht die 7 Missionen erfüllt. Mhm. Das heißt, jetzt müssen wir darüber abstimmen, wer wohl der Insider ist. Und wenn wir den Insider rausfinden, dann gewinnen die Agenten. Und wenn der Insider, wenn jemand anders verdächtigt wird, dann gewinnt der Insider. Also wenn der Insider nicht verdächtigt wird. Gut, also ich bin Agent. Ich glaube, du bist Agent. Ja, natürlich bin ich Agent. Andreas natürlich mit 4 Koffern. Wir haben alle 3 4 Koffer, das ist gleich verdächtig. Andreas kann ich noch nicht so ganz einstellen, aber Fabian ist einfach, du hast so verdächtig gespielt die ganze Zeit. Ich würde genauso spielen, wenn ich Insider wäre, aber ich bin's nicht. Ich hatte einfach 2 schlechte Auswahlmöglichkeiten bei den Missionskarten und habe mich dann dafür entschieden, weil ich glaube, er ist nicht der Insider, es in seine Hand zu legen. Eddie hat sich vor allen Dingen auch einmal verplappert. Das habe ich nicht gecheckt. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnern könnt. Eddie hat mal zu einem Zeitpunkt gesagt, wie kann ich das noch gewinnen oder so. Irgendwie so in der Art. Und hast dich damit eigentlich verraten, dass du der Insider bist. So ein Dummerchen. Ja. Ich hätte halt relativ am Anfang noch. Ich will natürlich gewinnen, auch als Agent. Aber unabhängig davon, ich habe ja schon seit 4 Runden 4 Koffer. Es wäre für mich ja ein leichtes gewesen, irgendwo per Trumpf oder mit einer hohen Karte den 5. Koffer zu holen, was ich ja nicht gemacht habe. Ja, das ist auch eine easy Taktik. Weil du holst dir am Anfang die Koffer und danach spielst du immer nur so mit, um dann irgendwann so eine Kobra zuzuschlagen. Ich habe die ganze Zeit Missionen erfüllt und als ihr gesagt habt... Kobra bist du raus gerade. Kobra sagst du sonst nicht, wenn du nicht Insider gerade bist. Und ihr habt gesagt, es ist gut, wenn wir die Koffer haben, damit der Insider die Koffer... Ich habe Koffer gesammelt. Ja. Aber okay, ich werde für Fabian stimmen. So viel kann ich schon mal sagen. Ich glaube, dass Nils unschuldig ist, weil dafür war er zu schlecht. Im Koffer sammeln. Warum musst du es immer in Diss verpacken? Ja. Wie lange kennen wir uns? Ja. Naja, weil du hast nur 2 Koffer. Ja, ich glaube, okay, sonst hättest du mehr Koffer. Das hätte doch nicht gleich an. Nein, alles gut. So, aber du bist, okay, du sagst. Du hast auch relativ spät erst Koffer gesammelt. Dadurch bist du das Risiko eingegangen, dass vor dir schon jemand die Koffer holt. Deshalb, ich spiele auch zum ersten Mal. Ich gehe einfach davon aus, dass der Insider versucht, schnell die Koffer zu sammeln, was natürlich mich belasten würde, weil ich zuerst 4 Koffer hatte. Ich habe einfach irgendwie einen Read auf Fabian deshalb. Und ich weiß, ich bin's nicht. Ich glaube, Nils ist es nicht. Bei dir habe ich so ein 50-50 und bei dir bin ich 80-20. Also ich bin bei... Also... Ich bin... Bei Eddie habe ich jetzt einmal nicht vertraut und habe dich da... Aber das war mir auch... Das ist auch okay. Ich bin mir nicht 100... Was Fabian gerade gesagt hat zu Eddie, dass du vorhin gesagt hast, Gewinn und so, das habe ich jetzt leider nicht mehr auf dem Schirm. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das irgendwie so ein Ablenkungsmanöver ist, weil ich erinnere mich da noch nicht dran. Und ich muss sagen, dass du kamst mir mit ein paar Aktionen ein bisschen strange vor und ich fand aber auch bei Andreas die Nummer mit der Auswahl der Karten. Ich weiß ja nicht, was deine zweite Auswahlmöglichkeit war. Und dann die Tatsache, dass ich vorher noch ganz klar gesagt habe, okay, ich habe keine größere als eine 6 und dann spielst du die 7 und sagst und brandest mich, also du wusstest ja im Prinzip, du wählst die Karte und du wusstest, ich kann nicht gewinnen, diese Runde, weil ich ja nur eine 6 hatte und du spielst direkt eine 7 und machst da direkt mit klar, dass wir das nicht schaffen können. Das fand ich ein bisschen komisch, weil dann hätte ich ja an deiner Stelle eher gesagt, okay, egal wie die andere Karte ist, mit der gibt es ja vielleicht noch eine Chance, weil die andere hat ja 0% Chance. Das ist gut. Das fand ich ein bisschen komisch. Aber du gehst davon aus, dass er wusste, dass du nichts... Ja, weil ich das ja vorher, deswegen habe ich ja extra gesagt, Leute, ich spiele die beste Option, die ich habe und habe die 6 gespielt. Aber in einer anderen Farbe, oder?
Es ging ja um gelb. Grün. Ja, aber gelb. Wenn ich jetzt. Guck mal, dann hätte ich ja die Grüne trotzdem gespielt. Weil die Farbe war ja irrelevant. Also, solange sie nicht Trumpf ist, weißt du, was ich meine? Mhm. Wenn ich jetzt. Egal welche Farbe ich habe, ich spiele auch die höchste Nummer, die ich habe. Mhm. So, und das also, hab ich was mich daran ehrt, ist, das trifft mich mehr, als zu versuchen, der Insider zu sein, dass du mir nicht zutraust, dass ich einen dummen Move in diesem Spiel mache. Das bin ich, aber das muss ich auch passiert. Sagen. Was du sagst, macht Sinn, aber die Komponente, ja. Dass Andreas das alles auch wirklich so durchschaut hat nee. Und da traust du mir nicht. Nee, dass ich das Spiel nicht durchschaut habe. Dass er das gecheckt hat. Lass uns mal zur Abstimmung kommen. Okay, dann müssen wir entscheiden. Wenn du sagst Krane. Ich sag Krane. Ich sag Eddie. Okay. Bei Gleichstand gewinnt der Insider, by the way. Ich bin bei Fabian. Okay. Wirklich? Naja. Jetzt wird abgestimmt, nicht mehr diskutiert. Okay. 3, 2, 1. Bist es. Jetzt ja, ich seh schon am scheiß Grinsen, Alter. Nein, ich win's nicht, Mann! Was? Oh. Never. Du bist Alter, es. Ich wusste das, was ich jetzt habe. Nee. Was? Ich bin's? Du Schwein, ey. Oh, du bist so ein mieses Schwein. Du bist wirklich so ein mieses Schwein. Oh, das hätte ich nicht gedacht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hat er jetzt gewonnen? Ja. Wieso? Weil der nicht verdächtigt worden ist. Mit zwei Koffern? Okay. Der ist so ein mieses Schwein. Okay, Leute. Ey, ganz kurz. Das Spiel ist noch nicht draußen und muss jetzt auch gar nicht mehr rauskommen. Eben dieses Aufregen noch ganz kurz. Das ist oh Gott, bist du perfide. Du bist ein Psychopath, Alter. Du wusstest die ganze Zeit, dass ich unschuldig bin. Ja, natürlich. Die ganze Zeit wusstest du, dass diese Beleidigung von Fabian unschuldig sind. Das war auch schwer für mich zu ertragen, ehrlich gesagt. Aber ich musste es machen. Du wusstest, dass ich unschuldig bin. Ja. Und ich habe dir sogar noch die Unschuldigkeit mitgegeben. Ich fühle mich so schlecht. Ich fühle mich benutzt. Ja, mich auch. Und ich würde, ohne Scheiß, ich würde mir wirklich wünschen, eine schnelle Runde. Ja, komm, schnell. Komm. Wir machen jetzt noch eine schnelle Runde. Oh, ist das bitter. Das hätte ich nicht gedacht. Wieso hast du denn keine Koffer gesammelt? Ja, weil ich halt natürlich dachte, es gibt zwei Möglichkeiten zu gewinnen. Entweder das habe ich überhaupt nicht gecheckt. Koffer sammel oder indem ich mich unverdächtig mache. Das habe ich zu spät gecheckt. Und dann habe ich mir gedacht, ihr denkt in der ersten Runde wahrscheinlich alle, er geht auf die Koffer. Dann mache ich mich lieber unverdächtig. Willkommen zur zweiten Runde und wir führen jetzt noch eine kleine Extra-Regel ein. Und zwar, wir haben jetzt die Möglichkeit, dass wir einen Koffer auf eine ausgespielte Karte legen. Damit wird, also aus einem eigenen Vorrat, damit wird die Karte zu einer Trumpffarbe. So, ganz kurz, lass mich zu Ende fühlen. Okay. Lass mich zu Ende fühlen. Sollte derjenige, der den Stich gewinnt, gewinnt nicht nur einen Koffer, sondern auch alle Koffer, die auf den Karten liegen. Mhm. Wichtige Zusatzregel noch, der Startspieler darf niemals einen Koffer auf die Karte. Oh. Muss man den Koffer legen, wenn man dran ist, oder kann man den jederzeit legen? Nein, man legt die Karte, dann sofort den Koffer drauf. Ich teile jetzt die Karten aus. Aber der Koffer ist dann weg. Der ist weg. Es sei denn, man gewinnt den Trumpf, dann kriegt man den wieder. Man gewinnt den Stich, dann kriegt man den wieder. 1, 2, 3, 4. So. Alright. Richtig habe ich es nicht verstanden, aber. Ihr seid alles ergänzen? Eine Sekunde. Ja. Yep. Also der macht einfach eine Karte krass, zu einem Trumpf. Was für ein Lügen. Ja. Lügen, Hannes. Der und wenn ich den Stich gewinne, kriege ich alle Koffer, also kriege ich einen Koffer plus alle Koffer, keine Emotionen, die in der Runde liegen. Kein Pulsschlag bei diesem dreisten. Und als Startspieler darfst du aber keinen Koffer legen. Hätte ich niemals gedacht. Okay. Alright, let's go. Menschlich. Schnelle Runde, Nils. Ja, es ist wirklich krass. Menschlich. Ach so. Ach so, das ist ja easy. Ja. Warte. Wie viele von diesen Karten gibt's? Es gibt einen Insider, drei okay. Agenten. Hast du auch geguckt, dass auf jeden Fall ein Insider dabei ist? Ja. Bei mir war keiner. Okay, das ist easy. Nicht schon wieder. Eddie, ich vertraue dir. Ja, gut. Die zweite Karte hat eine geringere Zahl als alle anderen. Das bedeutet, ich nehme natürlich gelb, weil gelb Trumpf ist und dann kann kein Schabernack getrieben werden. Und jetzt kannst du. Die zweite Zahl ist. So, das heißt, du musst eine niedrige Gelbe spielen. Dann fängst du mit einer 8 an. Ja, die zweite Zahl ist niedriger. Also er muss die ja spielen. Ja, genau. Alles gut. So. Das
passiert jetzt? Jetzt kriegt, wir kriegen die Karte und ja. Andreas kriegt den... War doch jetzt richtig, oder nicht? Ja. Das war die zweite, mehr war nicht. Ja. Mehr war nicht. So, jetzt haben wir eine Mission schon geschafft. Sehr gut. So kann es doch weitergehen. Super, Andreas. Für uns Agenten ist das super. Ja. Im Kopf immer noch in der letzten Runde. Ich kann das immer noch verarbeiten. Das ist jetzt... Ja. Wollen wir in dieser zwei Missionskarten? Heißt du überhaupt Nils Bohmhoff? Zwei Missionskarten brauche ich. Kannst du mir die mal geben? Was? Zwei Missionskarten. Na gut. Wollen wir in dieser Runde gemeinschaftlich dran arbeiten? Ja, wir sind... Ja. Dass niemand fünf Koffer kriegt. Ja. Ich weiß, ich habe jetzt eh verloren, egal was passiert. Ja. Ist, warum man sich jetzt... Ist ja klar, also... Mache ich mir keine Illusion. Ich finde, die perfide Art ist das Problem. Das jeder will gewinnen, aber die Art und Weise, wie du bis zum Ende noch da diskutiert hast und gekämpft hast um Logik und so weiter, das ist schon krass. Ja, mich hat es geärgert, weil ich wirklich scheiße gespielt habe hinten raus. Und dann dachte, ja, jetzt mache ich mich super verdächtig. Alle Karten haben dieselbe Farbe. Ist ja noch alles da. Nee, Andreas. Fang an, ne? Ja. Vielleicht kein Gelb, dann ist die Chance auch hoch, ne? Wenn wir alle gerade Gelb gelegt haben. Dieselbe. Also ach so, auch dumm. Nee, doch, alle Karten dieselbe Farbe, ja. Trumpf ist Ding. Dieselbe Farbe, das heißt grün. Eine grüne Karte. Okay. Ich habe auch eine grüne Karte. Ich will jetzt für diese Mission schaffen. Stark, stark. Koffer für Nils. Haben wir geschafft. Zweite Mission. Bislang läuft alles nach Plan für meinen Agenten. Oh Mann, ey. Ich habe auch gar keinen Bock mehr, euch auf den Zahn zu fühlen. Oh. Weil es hätte halt auch irgendwie Eddie sein können, natürlich. Ja, klar. Ich gehe sofort nach vorne, play. Ich habe bis zum Schluss, wo er die Karte umgedreht hat, habe ich gedacht, dass er schon so grinst. Ja, aber Kraner sagt es richtig, er ist immer suspicious in jeder Runde. Ich bin immer verdächtig. Okay. Deswegen, wenn jemand sagt, ich hätte die Bank ausgeraubt. Dann warst du es auch. Dann weiß man es aber auch nicht so. Ja, genau. Würdest du 10 Jahre in Haft sitzen und alle sind so, ich mach es doch. Aber für die Netflix-Doku anscheinend, danach reicht es dann auch. Ja. Wir machen gerade und ungerade Zahlen, wechseln sich ab. Du hast eine gerade grüne, bitte. Super. Jetzt brauchst du eine ungerade grüne. Ja, ich weiß. Das ist aber eine Gerade. Ich weiß. Dann ist ja jetzt egal, was ich werfe, oder? Weil ja, die Mission ist jetzt grün bedienen auf jeden Fall. Also wir merken uns, Fabian hat eine Mission zum Scheitern gebracht. Naja. Und er hat sich den Trumpf geholt. Also und einen Trumpf geholt. Zwei Verdächtige nehmen wir aus dieser Runde mit. Aber es war schon auffällig, dass du in der Situation, wo du wahrscheinlich... Nee, das gebe ich dir jetzt heute nicht mehr. Doch. Naja, in der Situation, wo du die hohe Karte auch hättest sparen können für irgendwas, hast du sie genommen, um den Koffer zu bekommen. Ja. Das war schon auffällig. Ja. Ich habe noch eine höhere Karte als meine. Du wolltest diesen Trumpf unbedingt. Gut, musst du wissen. Andreas braucht noch zwei Koffer. Mhm. Wir sollten gucken, dass er jetzt erstmal keine mehr kriegt. Okay? Ja. Sagt der Betrüger von vorne. Ja, aber dann stell dir nur mal vor, ich wäre auf deiner Seite. Stell dir vor, du würdest davon profitieren. Dachte ich eben auch. Ja, aber stell dir mal, wie kann ich dir jemals wieder vertrauen? Das kannst du für eine ganze Zeit lang nicht, aber du willst ja auch gewinnen, oder? Guck mal, das können wir jetzt alle spielen. Wir sind nur noch früh die Zahlen 1 bis 7. Ja, kommt ein bisschen auf die Farbe an, ne? Ach so. Ach ja. 1, blau. Okay, jetzt versucht er Vertrauen. Gut. Stark. Super. Eddie. Ja. Finde gut. Ich nehme einen Aktenkoffer und wähle aus 2 Missionen. Komm, nächste Mission kriegen wir auch. Ja, ist wurscht. Die erste und die dritte Karte haben dieselbe Farbe. Sehr gut, können wir Andreas testen? Ach so, aber muss natürlich eine 13 sein, ne? Hätte ja auch sonst eine andere sein können. Ich muss verhindern, dass du einen Koffer kriegst. Ah. Du wirst sicher einen Weg finden, trotzdem einzukriegen. Wenn du jetzt zum Beispiel gelb wählst, weil du angeblich keine Lilanen mehr hast. Ja, Eddie holt sich auf jeden Fall schon mal den zweiten Koffer. Mhm. Das ist auf jeden Fall auch. Ja, den dritten. Den dritten ist auch ein bisschen verrückt. Also das jetzt schon gelbe Laterne an. Ja, ja.
bei Andreas und Eddie auf jeden Fall gelbe Laterne. Mission geschafft. Aber wir müssen aufpassen. Eddie und Andreas sind auf gelb. Ja. Wir brauchen jetzt nur noch 3 Missionen. Bevor. Ich suche uns eine gute. Also ganz kurz, wenn Andreas und Eddie bei uns im Team sind, wir brauchen noch 3, die wir schaffen. Ja. Dann seid ihr daran interessiert, dass vielleicht erstmal Fabian 2 Koffer kriegt oder ich einen Koffer krieg oder so, bevor. Ich mach gleich einen ultimativen Test, Eddie. Ja. Aber nee, ist auch dumm. Ich check noch nicht so ganz, wie man Missionen klug wählt. Ach ja, jetzt die Unwissen-Karte spielen. Jede gespielte Karte hat eine niedrigere Zahl als die vorherige. Das ist zumindest eine mutige Mission, würde ich mal sagen. Jede gespielte hat eine niedrigere Zahl. Nee, ey, weißt du was? Was? Okay, Eddie, du bist es. Was? Ja, du bist es. Du willst nicht, pass auf. Ich habe extra eine hohe. Nein. Du nimmst, Trumpf, ich erkläre dir, warum du es bist. Du bist es, weil gerade habe ich gesagt, lass uns mal als Kollektiv, also alle, die eben cool sind, aufpassen, dass jetzt Eddie und, wie hast du nochmal, Andreas, keinen Koffer mehr bekommen. Jetzt spielst du eine Karte, die dir den Koffer zu 100% sichert, und zwar aus dem Grunde, dass du die höchste Karte zu Beginn spielst und auch noch dich für gelb entscheidest, wo gelb Trumpf ist, sodass niemand mehr mit einem Trumpf auch sagen kann, er nimmt sich den Koffer. Das heißt, du nimmst erst... Mit 13 gelb schon. Nee, aber 13 gelb ist raus. Das heißt, du nimmst dir safe den Koffer, deswegen bist du es für mich jetzt. Das ist super dumm. Ich habe einfach nur darauf geachtet, eine hohe Karte zu bekommen. Ja, und ich werde jetzt... Um die Mission zu schaffen. So, und ich werde jetzt verhindern, dass du diesen Stich bekommst. Nein, er kriegt den doch eh. Ach so, so machst du das. Ja, warte mal. Wie, was? Nee. Weil das ist nämlich jetzt... Ach nee, das ist ja eh Trumpffarbe. Ja, das meine ich ja. Ach ja, der hat ja extra Trumpffarbe gespielt. Ja, aber dann nimm doch die 1 raus. Und geht nicht. Dann ist die Mission jetzt eh gescheitert. Ja, okay. Dann müssen wir jetzt. Nee, wieso? Sie ist nicht gescheitert. Doch. Die nächste Karte muss ja niedriger sein. Ach so. Ja, als die 1. Ja, aber ich komme ja da logischerweise nicht runter. Wieso machst du denn sowas? Ja, Digga, warum wohl? Ja, weil sag's er dachte, mir. Er kann mit dem Koffer. Ja, in die Trumpffarbe aber dann nimmst du doch zurück. Du hast ja offensichtlich gedacht, du wusstest nicht, dass. Ja, das nicht aber geht. Ich habe auch nichts Niedrigeres. Und er muss das ausspielen. Gut, also dann haben wir auf jeden Fall. Ja, dann liegt es nicht an unseren Verdächtigen. Aber es kann doch. Achso, hat jemand nicht noch eine 13? Nee, die ist raus, ja. Raus. Okay. Seid froh, dass ich den Koffer kriege. Ich bin Agent. Nee, du hast gleich gewonnen. Oh, Alter, ey. Muss ja bedienen. Mädchen. Du bist ein guter Betrüger, aber einen schlechten Read hast du immer noch. Nee, aber du, ich kann doch nichts. Ich kann ja nur das sehen, was du ich hoffe, ich hab's ja erklärt. Hohe Karte, damit wir die Mission schaffen. Aber warum spielst du dann Trumpf aus? Das ist ja weil es die hohe Karte war. Ja. Ich hab eventuell nicht so ganz drauf geachtet. Eddie, dann mach doch jetzt mal was fürs Team. Dass du jetzt hab ich ja gerade versucht. Du hast gerade die Mission zerstört. Ja, weil ich nicht offensichtlich nicht anspiele. Guck in mein Gesicht. Habe ich jetzt einen Koffer gekriegt? Siehst du, jetzt habe ich einen Koffer gekriegt und ihr habt die Mission nicht geschafft. Ja, genau, exakt. Wir super müssen morgen dumm wieder normal zusammenarbeiten. Ja. Das ist halt nur der Outcome von dem Spiel. So. Nur gerade Zahlen, okay? Okay. So. Ja, kommt auf die Farbe drauf. Jetzt kommt die 12 blau oder so ein Shit. So. Okay. So. Jetzt will er so ein bisschen Vertrauen. Ja. Angenommen, ich hätte die 12 blau, dann hätte ich ja jetzt gewinnen können, oder? Nee. Wir wissen nicht, was du hast. Ja. Mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit. Es sei denn, jemand hat die 13 blau. Ja. Oder eine andere 13, auf die er die Trumpfkarte legt. Das würde auch funktionieren. Okay. Was haben wir denn überhaupt? Nur gerade Zahlen, da haben wir schon wieder einen Saboteur. Ja, Leute, checkt mal, wie viel Pink wir schon gespielt haben. Oder zumindest ich habe nichts mehr. Ja, gut. Ja, ist wieder zweiter Versuch. Das ist schon seltsam. Zweite Mission, die ich lege, die von Fabian oder Andreas misshandelt. Nee, Nils, ist jetzt nicht dein Ernst. Was? Naja, weil ich habe halt nichts mehr als Violett. Ja, ich muss ja Violett spielen. Was ist dein Problem? Nee, weil du gerade schon wieder stark. Hier ist dein Koffer. Nee, meiner. Das ist nicht mein Koffer. Also deiner. Ja, okay. Meiner. Deiner. Okay, und wieder keine Mission geschafft. Stark, Leute, stark. 2 Missionen von mir nicht geschafft. So. Aber ich bin der Böse. Ziemlich verdächtig, Andreas. Du verhältst dich auch ganz anders als in der Runde eben. Ja, weil ich noch fucking in der anderen Runde bin und überlege, wie das passieren konnte. Okay. Wenn du uns wirklich
liebst. Scheiße! Verzichtest du darauf jetzt, dir noch eine Karte zu holen? Ja, noch eine Karte? Wieso? Du bist, ich muss doch froh sein, wenn ich die Koffer habe. Nee. Jetzt natürlich. Es gibt, ja, es gibt nur drei Koffer. Wenn ich die habe, kann der Typ nicht die Koffer kriegen. Macht total Sinn. Ey, Leute, der Typ, vielleicht der Insider schon. Ihr werdet am Ende euch viel entschuldigen müssen. Bei mir. Ja, also ich muss die spielen, weil mit der anderen würde Eddie, den Stich merkt gewinnen. Ihr genau, wer mich die ganze Zeit ausfüllt. So. Wir sind dankbar, dass du mich gemarkt hast. Und das ist leider jetzt höchst problematisch, weil die Karte, die ich legen muss, leider nicht so hoch ist. Mhm. Die erste Karte. Fabian, das ist nicht klug. Ich weiß, ich sag's nochmal, ich habe keine andere Wahl. Mhm. Ja, aber was ist mit der Farbe? Naja, ist halt die Trumpffarbe. Ist die Trumpffarbe, ja. Oh. Die erste Karte gewinnt den Stich. Gut, dann legt mal. Was? Das heißt, er darf jetzt nichts Höheres als eine blaue 9, ja. Eine blaue 9. Ich habe nur eine einzige Option, ja, weil ich nur noch eine Karte dieser Farbe habe und das ist natürlich diese hier. Aber ist okay, weil... Nee, nicht okay. Ja, du kriegst den Koffer. Ja gut, ich kann den Koffer... Ja. Aber trotzdem... Och, Eddie, du kennst ihn jetzt besser. Ich weiß es nicht, was der Mann denkt. Ich weiß es nicht. Du kennst den Typen. Die erste Karte gewinnt den Stich. Das heißt, die müssen uns jetzt gescheitert durch Nils. Ja. Das heißt, ihr habt alle drei euch schuldig gemacht in den letzten drei Minuten. Ich will es nur festhalten. Ja. Alright, Stich geht zu Nils. Ja, drei Koffer ist. Alles chillig. So, wir merken uns, viele hohe blaue Karten sind weg. Ja. Wir haben... Nils, Fabian hat am wenigsten Koffer sogar. Ja. Ja, ich bin dafür, dass Fabian den Koffer kriegt. Ja. Nee, das geht nicht. Oh, shit. Oh, shit. Ja, natürlich Hammer, wenn du zweimal hintereinander das Kunststück ablieferst. Nach Stochastik. Erstes Halbjahr überlege ich gerade. Ich hasse solche Spiele, ey. Okay, das ist insofern geil, weil Fabian kriegt die, muss den Stich holen. Dritte Karte hat eine Höhe. Und ich nehme mal etwas, was mir am besten passt, in der Hoffnung, dass es... Ach, warte mal. Ist ja auch das. Warte mal, was ist klüger? Lass mich ganz kurz überlegen. Die dritte Karte hat eine höhere Zahl als alle anderen. Zwei Runden, by the way, ne? Aber lass mich kurz überlegen, ob es irgendeine Karte gab, die du nicht mehr hattest oder sowas. Du musst Fabian muss jetzt ja gewinnen. Ja, gibt ja auch andere Möglichkeiten, ne? Naja, deswegen überlege ich gerade, was das Smarteste ist, ob ich die Trumpffarbe spiele oder ob ich eine andere Farbe spiele. Ob das eine Relevanz hat für die Wahrscheinlichkeit, dass du gewinnst, weil du könntest... Ja, wenn du nicht die Trumpffarbe spielst, ist es wahrscheinlicher, dass ich es gewinne. Weil wenn du die Trumpfkarte spielst, nimmst du mir die Chance, den Stich zu holen. Ja. Spiel mal nicht die Trumpffarbe. Aber, ja, okay. Na gut. Eddie? Aber, okay. Gut, das heißt, Andreas, du darfst jetzt keine gelbe spielen, einfach nur. Mhm. Wenn du keine gelbe spielst, haben wir gewonnen. Stimmt, wenn du jetzt eine gelbe spielst, hast du, und du bist der Insider, hast du übrigens... Aber dann ist klar, dass du der Insider bist. Weil dann kriegst du den Koffer und ein extra und den Koffer. Was? Echt? Ja, ja. Ja, aber das ist ja mega dumm, dann hat er jetzt ja gewonnen. Wenn er jetzt was macht? Hm? Na, wenn er jetzt mit Trumpf drüber geht. Mit einer gelben Karte? Mit einer gelben Karte. Über die 4. Ja, muss eine höher als die 4 haben natürlich. Dann gewinnt er den Koffer und kriegt einen extra Koffer. Ja, aber das hätten wir jetzt nicht sagen sollen. Weil aber das darf er nur machen, wenn er... Nee, ich check's nicht. Das Spiel ist mir zu hoch. Okay. Was? Ja, jetzt hat er gewonnen. Ja. Ja. Kriegt er seine auch zurück, gerne. Ja, klar. Wieso hat er jetzt gewonnen? Ja, weil ich nicht wusste, weil wir alle nicht wussten, dass er dann noch Insider? Einen vom Stapel kriegt. Natürlich ist er Insider. Das war natürlich ein Drecksmove jetzt. Also ja. Er hat gerade drei Koffer gekriegt. Nee, also zwei dazu bekommen. Okay, das wussten wir nicht. Aber gut, hast du gut gemacht. Gut gespielt. Ja, wie sollen wir jetzt aus
dieser Sendung. Ich gehe mit viel Enttäuschung, so viel kann ich schon mal sagen. Aber man muss sagen, ich finde, da ist viel Potenzial in dem Spiel drin. Ja. Weil wie viel kann man das spielen, mit wie vielen Leuten? Jetzt bin ich natürlich schlecht. Glaubst du, je mehr, desto besser tatsächlich? Ja, oder? Das gilt ja immer für, bis zu 5. Aber es gibt tatsächlich, es kommen noch andere, es gibt noch mehr Rollen und es gibt so Sondermissionen, also so Risikomissionen und so. Das ist halt noch auf jeden Fall sehr super variabel, dass sich das Spiel auch ändert und es nicht mehr das Gleiche ist. Vielen Dank an Cosmos, die uns das Spiel zur Verfügung gestellt haben. Checkt es auf jeden Fall aus. Es ist jetzt, glaube ich, jetzt draußen. Geht auf die Spielmesse in Essen, 6. bis 9. Oktober. Da könnt ihr das auch anzocken. Kurz vorher kommt ja dieses Video heraus. Und da bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank an Andreas. Danke, Jungs. Ja, es war richtig schön. Hat Spaß gemacht. Danke, Nils. Du hörst von Arno. Danke, Eddie. Du auch. Und bleibt uns gewogen. Macht einen Daumen nach oben. Und abonniert diesen Kanal, kommt in den Supporters Club und abonniert Andreas auf Instagram, der ist wirklich notwendig. Und denkt immer dran, Gesellschaftsspiele sind Trumpf. Trumpf. Ja, menschliche.